Und an dieser Stelle vielleicht mal ein gepflegtes Skiheil, Freunde. Ich wette, viele von Ihnen, liebe Zuschauer, haben sich in diesem Ausnahmewinter wieder begeistert das eine oder andere Kreuzband gerissen. Also, ja, jetzt nichts gegen Skiurlaub generell, aber viele Leute fahren da halt nur noch zum Feiern und Saufen hin. Ja, das gehört auch zur Wahrheit. Und man kann sich ja wenigstens mal bewusst machen, das ist alles, was ich sage, man kann sich bewusst machen, was der Massentourismus da oben in den Bergen so anrichtet. Denn egal, ob Schnee fällt, wie dieses Jahr oder nicht, die Alpen werden in jedem Fall auf links gezogen. Im Skigebiet Pitztaler Gletscher wird ein Berg weggesprengt, um einen Ziehweg zu verbreitern. Ja, was steht da auch im Weg, ne? Ja. Ja, da läuft ein regelrechter Krieg Skifahrer gegen Natur. Quasi ein Skihat, möchte man fast sagen. Ja. Entschuldigung. Und sogar in schneereichen Wintern arbeiten die Schneekanonen wie blöde, einfach weil es schöner ist für die Konsistenz auf der Piste. In einer normalen Saison werden in den Alpen 70.000 Hektar beschneit. Das verbraucht dreimal so viel Wasser wie die Stadt München pro Jahr. Für die Ureinwohner da oben ist es teilweise hart. Ne? Also bei Heidi zum Beispiel vor der Hütte, da sieht es auch nicht mehr aus wie früher. Alles zugebaut und dann kommen die Schneekanonen. Ne? Ja, ja. Und der Geißenpeter arbeitet als Stricher in Kitzbühel. Das ist der Gang der Dinge. Die Frage ist, wie lange der ganze Aufwand überhaupt noch lohnt. Jetzt, wo die Schneegrenze schon seit Jahren immer weiter nach oben wandert, sich verschiebt und die Gletscher schmelzen. Klar, könnte man auch Urlaub in kleinen, ruhigen Skigebieten machen, aber geiler ist halt schon, wenn dich der Heli auf die letzten unberührten Gipfel fliegt, damit auch die Murmeltiere den Spaß am Leben verlieren, oder? Ja, ja, natürlich, aber Winterschlaf wird eh überschätzt. Mit dem Hubschrauber zum Skifahren, da stellen sich schon Fragen. Muss es das geben? Ja, das muss es geben, definitiv. Weil unsere Welt ist, ja, unsere Welt braucht das. Gut, dass wir das klären konnten, meine Damen und Herren. Ja. Manche pessimistische Experten behaupten, in 20 bis 30 Jahren gibt es in den Alpen gar keine Skigebiete mehr. Umgekehrt könnte man natürlich argumentieren, lasst es uns verdammt noch mal genießen, solange es dauert. Hey Langweiler, rumsitzen und nichts kaputt machen, kickt euch nicht mehr? Dann macht mit bei der großen Alpen-Abriss-Skiparty. Skifahrer, Snowboarder, nicht rumlabern, zerstören. Destroy. Für dein perfektes Schneevergnügen verpulvern wir den Inhalt von 420 Speicherseen, die wir in die hässliche Landschaft geballert haben. Und dann sprengen wir dir eine eigene Route in den Berg und benennen sie nach deiner Mutter. Mama. Bei uns gibt es nachhaltigen Urlaub, denn hier machst du die Umwelt nachhaltig kaputt. Nice. Und keine Sorge, du wirst dich niemals rechtfertigen müssen, denn nach 2 Liter Jagertee kannst du dich sowieso an nichts erinnern. Skiurlaub zeigt der Natur, wer den längsten hat. Ja, offensives Marketing. Warum denn nicht? Ja. So, und es ist tatsächlich so, vor allem in den österreichischen Alpen findet gerade ein regelrechtes Wettrüsten statt. Das ist nicht übertrieben. Welcher Skiort hat mehr Pistenkilometer? Wer bietet mehr Entertainment, mehr geile Events? Mit Skifahren allein ist es da längst nicht mehr getan. Das weiß auch der Kollege Ulrich von Hesen, der heute in Tirol sein eigenes Skigebiet eröffnet. Ja, ja, mein Skigebiet, das klingt jetzt so nach Personenkult. Geht doch gar nicht um mich, Welke, auch wenn der Ort St. Ulrich heißt und da hinten jetzt mein Gesicht mit Fackeln in den Berg gebrannt wird. Mhm. Und morgen auf 2800 Metern diese riesige, nackte Reiterstatue aus Eis von mir enthüllt wird. Für die Fans. Mhm. Aber letztlich geht es doch um unseren wunderbaren Sport. Kinder, macht mal die Musik lauter, man hört die Schneekanonen. Es ist so schön hier. Saugeiler Winter. Massen von Schnee. Erinnert mich an Stalingrad. Nur, dass hier mehr Russen sind. Aber ja, ja, ja. Ulrich. Ja.
Ulrich, das hat doch mit Wintersport überhaupt nichts mehr zu tun. Das ist alles Notwehr, Welke. Haben Sie mal gesehen, was die anderen Spinner machen? Hier, in Sölden haben die Shows mit Pistenraupenballett, Hubschraubern, Feuerwerk, Menschenopfern. Oder hier, mein Erzfeind Günther Alois aus Ischgl. Der plant ernsthaft einen Snowboardpark in Form von Pamela Anderson und eine Kirche auf der Piste, wo du mit Skiern rein und direkt wieder rausfahren kannst. Seine blöde Angebersau. Aber den mache ich fertig. Ich baue jetzt einen 2 Quadratkilometer großen Weihwassersee, auf dem der Papst dir persönlich die Beichte abnimmt. Auf Schlittschuhen. Ich dachte, der Trend geht wieder zum kleinen nachhaltigen Skiurlaub. Ja, klar. Sicher. Ist auch wichtig. Ja. Es gibt jetzt sogar ein eigenes Gütesiegel für nachhaltige Skigebiete. Hier. Langweilig! Da können von mir aus die ganzen unrasierten Hippie-Öken Urlaub machen. Hier ist Partyzone! Das Signal. Oben auf dem Berg schmeißen Sie meine Wodka-Kanonen an. Ulrich von Hesen, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Für weitere Videos klickt unten und abonniert auch unseren Channel. Alles im Kasten? Okay, tschüss. Hä? Wo geht's denn hier raus? Hä? Scheiße!